Quadratin, Bruchmar geteilt. Mathe! Oh. Sag, ich sehe bei mir der echt. Ich sehe die Nummer lieber nun Bekannten. Ich glaube, für mich müssen. Oh ja, für das. Ich bin jetzt sicherlich ans Bein pissen. Aber Mathe ist kein bisschen allgemein. Wenn mir ja liegen gerne auch mal eine Dreieck. Oh, so gut nach. Egal den tausend Sachen, das wir auch gar nicht so ironisch zu fragen. Mathe, was hat deine Mutter uns dafür entwürfen uns nicht? Aber gibt es da nicht irgendeine Gruppe für mich? Mhm. Was hat deine Mutter uns irgendeine Lösung für mich? Mal im Ernst. Ja, viel lerne ich ja die Zahnkombinationen. Brauche ich Mathe, um hier irgendwann eine Zahnbürste zu holen? Nein. Wo muss ich Mathe in meinem Alltag bitte schon verwenden? Ich muss nicht die Koordinaten von meiner Wohnung kennen. Und ich brauche auch keine Gleichungen zu lösen. Keine Sätze, ich mein's ja. Ich versuch nur zu verstehen, wo ich das einmal brauche. Immerhin öffnet mir die Tür auch zu der Pause. Du musst lernen und dann schaffst du es, doch so wird das nix. Wir wissen beide ganz genau, dass das eine Lüge oh, ist. Ich werde das nie kapieren, egal wie lange ich lerne. Da vertreib ich meine Zeit lieber als Barkeeper in Bern. Also rechne alleine. Auf und schon, du könntest mich mal für mein Engagement ein bisschen belohnen. Ja. Lieber Herr Mesak, ich weiß, Sie sind jetzt traurig. Aber ich find Mathe scheiße und ich brauch's ja, nicht. Mathe. Was hat deine Mutter uns dafür ein Kind gebracht? Ich kenn deine Facetten, aber nichts hat deinen Sinn gemacht. Mathe. Ich weiß, wir mögen uns nicht. Aber gibt es da nicht irgendeine Lösung für mich? Ein Zuschauer. Oh, scheiße, liegt das. Ich kenn deine Facetten, aber nichts hat deinen Sinn gemacht. Mathe. Problem. Ich weiß, wir mögen uns nicht. Gibt es da nicht irgendeine Lösung für mich? Ja, ich weiß, dass ich auch scheiße falsch bin. Ich hätte keine Rechte, aber das interessiert mich ja nicht. Also, muss man halt probieren. Hör mich, sag, ich sehe bei mir der echte Probleme. Ich verstehe nichts, wenn ich mir die Nummer 16 durchlese. Nein, Zeit. Kevin. Oh, scheiße. Hast du Glück, du bist nur du da. Hab ich nicht mehr wirklich aufgepasst, weil ich mich sehr früh frage. Alter, wofür brauchst du das? Und ich will ihnen jetzt sicherlich ans Bein pissen. Aber Mathe ist kein bisschen Allgemeinwissen. Wofür brauche ich Polynomdivision? Ich werde den Sie müssen sowieso wiederholen. So, was hab ich in diesem Kurs hier noch verloren? Ich verstehe nur X zwischen all den Wurzeln und Vektoren. Und was labert ihr bitte über? Ich dachte, endlich sei hier meine zweite Story. Doch hier drinnen fühle ich mich wie ein Ausländer. Fungiert hier irgendwo ein Magna als Hauptspender? Lieber Herr Mieser, können Sie mir da nicht weiterhelfen? Hier Doppelstunde hocke ich hier und kann nur Eier schälten. Langsam hab ich das Gefühl, ich tue hier meine Zeit verschwenden. Ich würde mir ja lieben gerne auch meine Dreie kämpfen. Doch ich hab von keinem Wort einen Plan. Egal ob lineare Algebra, orthogonal. Egal ob Scharen von Kurven und all den tausend Sachen. Deswegen mach ich verdammt nochmal keine Hausaufgaben. Jetzt verstanden? Sie brauchen gar nicht so ironisch zu fragen. Sie wissen ganz genau, dass ich sie sowieso nicht mit habe. Schade. Mathe. Was hat deine Mutter uns dafür ein Kind gebracht? Ich kenn deine Facetten, aber nichts hat deinen Sinn gemacht. Mathe. Ich weiß, wir beide mögen uns nicht. Aber gibt es nicht irgendeine Lösung für mich? Mathe. Was hat deine Mutter uns dafür ein Kind gebracht? Ich kenn deine Facetten, aber nichts hat deinen Sinn gemacht. Mathe. Ich weiß, wir beide mögen uns nicht. Aber gibt es da nicht irgendeine Lösung für mich? Mal im Ernst. Ja, wir lernen nicht all die Zahlkombinationen. Brauch ich Mathe, um hier irgendwann eine Zahnbürste zu holen? Nein. Wo muss ich Mathe in meinem Alltag bitte schon verwenden? Ich muss nicht die Koordinaten von meiner Wohnung. Und ich brauch auch keine
deine Gleichungen zu lösen. Bitte gib mir keine. Ja, also, Game Friends, Germany. Du musst lernen und dann schaffst du es, doch so wird das nix. Wir wissen beide ganz genau, dass das eine Lüge ist. Ich werde das nie kapieren, egal wie lange ich lerne. Da vertreib ich meine Zeit lieber als Barkeeper in Bern. Also rechne alleine, ich hab keine Lust auf diese Schule. Das Leben ist ein Auf und Ab wie eine Sinuskurve. Alter, kannst du mich damit mal verschonen? Du könntest mich mal für mein Engagement ein bisschen belohnen. Ja. Lieber Herr Milchsacke, ich weiß, Sie sind jetzt traurig. Aber ich find Mathe scheiße und ich brauch's nicht. Mathe. Was hat deine Mutter uns dafür ein Kind gebracht? Ich kenn deine Facetten, aber nichts hat deinen Sinn gemacht. Mathe. Ich weiß, wir beide mögen uns nicht. Aber gibt es da nicht irgendeine Lösung für mich? Mathe. Was hat deine Mutter uns dafür ein Kind gebracht? Ich kenn deine Facetten, aber nichts hat deinen Sinn gemacht. Mathe. Ich weiß, wir beide mögen uns nicht. Aber gibt es da nicht irgendeine Lösung für mich? Wurzelquadrat ziehen. Bruch mal geteilt. Mathe. Ich, Alter, ich kapier's nicht, Mann. Herr Milchsack, ich seh bei mir der echte Probleme. Ich verstehe nichts, wenn ich dir die Nummer 16 nicht lese. Wie war das noch einmal mit rausfinden von Unbekannten? Ich glaube, für mich müssen sie noch einmal bei Null anfangen. Denn seit der 5. hab ich nicht mehr wirklich aufgepasst, weil ich mich sehr früh frag, Alter, wofür brauchst du das? Und ich will ihnen jetzt sicherlich ins Bein pissen. Aber Mathe ist kein bisschen Allgemeinwissen. Nein. Denn wofür brauch ich Polynomdivision? Ich werd das nie verstehen, sie müssen sowieso wiederholen. Oh, ja. Also, was hab ich in diesem Kurs hier noch verloren? Ich verstehe nur x zwischen all den Wurzeln und Vektoren. Und was labert ihr bitte über ein Teilverhältnis der gerade? Ich dachte, Englisch sei hier meine zweite Fremdsprache. Sorry, doch hier drinne fühle ich mich wie ein Ausländer. Fungiert hier irgendwo ein Mathehirn als Hauptspender? Lieber Herr Mieser, können Sie mir da nicht weiterhelfen? Jede Doppelstunde hocke ich hier und kann nur Eier schenken. Langsam hab ich das Gefühl, ich tue hier meine Zeit verschwenden. Ich würde mir ja lieben gerne auch mal eine Dreierkante. Doch ich hab von keinem Wort einen Plan. Egal ob lineare Algebra. Ja. Hier ist Shadow. Mr. Shadow. Und wir reagieren heute auf Game for Journey. Mal ganz kurz zur Musik aus und gucken uns das hier an. Hallo. Ja. Was haben wir hier oben? Dubstep Funk 70S. Oder 70er. Nee. Ist nichts Gutes. Ja, braucht man nicht abonnieren oder liken. Ist scheiße. Ist egal. Warte. Wenn ich jetzt gucke. Nein. Genau. Nee, aber kann man doch. Nee. Lach doch. Ja, stimmt. Ja, also. Ach, nix. Ah, da. 6 Abonnenten. Wir reingehen. Egal. 2 Kanäle von Game for Germany mit den Best Level 12. Okay. Wir wollten reagieren auf, nicht auf die Livestreams, sondern, wo war's? Ja, hier sieht man geklaute Thumbnails. Escape Room ist einfach ein Film. Interessiert mich nicht. Also, ich glaube, Thumbnails ist da. Sei noch, ja, Clickbait ist hier, das Thumbnail ist auch alles geklaut. Also, das hier auch. Das ist von der Nintendo Switch-Vorstellung. Also, die beiden hier. Das ist ja von der Switch, von Nintendo Switch. Super, also von Nintendo Switch, Minecraft. Wo hatten wir es denn? Free Life.
Reagieren wir da jetzt drauf. Also, ja, warte. Muss ich ganz kurz Pause machen, weil. Escape Room ist einfach ein Filmtitel. Sollte man eigentlich. Ist eigentlich geklaut. Das Clickbait ist auch geklaut. Das könnt ihr auf Skibbelike YouTube sehen. Da seht ihr alles, was. Und dip. Das hier ist einfach von Nintendo Switch. Das ist einfach von Nintendo Switch Minecraft. Und hier haben wir einfach. Das ist auch geklaut. Das seht ihr alles bei Skibbelike. Warte, das können wir uns hier angucken. Was? Ist der mittlerweile anders? Das müsste ich jetzt mal gucken, also. Das will ich euch gar nicht. Fuck, und der anders heißt. Der ist aber immer noch ziemlich YouTube, also. Ich glaube, der mich wieder unten. Mm-mm.